wir haben euch so hops genommen. Ey, wenn ihr wirklich glaubt, dass uns einfach unsere Ballmaschine geklaut wurde, dann habt ihr vollkommen recht, denn das ist eine neue. Das ist der ultimative Beweis hier. Ja, wir haben zwei Griffe, dass uns wirklich eine geklaut wurde. Weil wir würden uns ja nicht eine Ballmaschine besorgen und dann zwei Griffe dafür. Das macht ja keinen Sinn, ne? Ach. Und für alle, die immer noch zweifeln, wir haben auch zwei Handtücher. Also das ist jetzt wirklich der ultimative Beweis. Ja, wir haben wirklich diese Ballmaschine neu bestellt. Wir haben jetzt auch zwei Akkus, weil die waren einfach zu dumm, Junge. Haben Stange vergessen, Akku vergessen, Akku vergessen. Seid ihr blöd oder was? Wir haben euch ja letztes Mal bei der alten Ballmaschine auch drum gebeten, dass ihr Namen in die Kommentare schreibt. Es kamen so viele Namen und wir haben uns jetzt für einen entschieden, der hat auch sehr viele Likes und der klingt ganz cool und zwar Brutinator. Der Brutinator. Also, ja, damit diese Maschine jetzt auch auf ewig unser ist, schreiben wir den Namen direkt drauf, Brutinator. Bitte verschreib dich nicht. Nein, was machst du da? Oh mein Gott, das ist falsch. Oh mein Gott. Da steht auch Tor drin. Ja, Tor. Da steht einfach Tor. Na, das ist ja ein Tor. Na, das ist auch ein Tor, Junge. Ja, vielleicht Broti ist sein Spitzname. Freunde dürfen ihn Broti nennen, aber wer ihn anspricht, bitte Brutinator. Herr Brutinator. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, was wir heute machen, ne? Multibälle versus die Ballmaschine. Oh. Oh, Junge. Boah, was sehe ich denn da? Einen verdünnten Metallball, ja? Ich sage euch, heute werden wir auch mit dem Metallball über die Ballmaschine ins Tor schießen. Da freut sich einer schon ganz besonders, oder? Mein Kopf, fang mal. So, wir starten natürlich direkt mit der Ballmaschine. Ja, wir haben hier fünf geile Bälle plus den Metallball. Den machen wir aber erst am Ende, weil wir wollen die Mädel jetzt nicht sofort töten. Wir haben hier den alten Ball, den Curveball, den Plastikball, Dreiecksball und den Wasserball. Wir starten mal ganz gediegen rein mit dem alten Ball, schön von 16 Metern. Schauen wir mal, wie der fliegt. Boah, schon so lange keine Ballmaschine mehr gehabt. Die sind noch nicht eingesteckt. Der Stecker fehlt. Und da sieht man auch, die ist noch unbenutzt, ne? Das ist auch das Ding. Wie viel km/h soll der erste kommen? So volle Pulle hier. Volle Pulle. Der will direkt einen 130 km/h Schuss. Ja, komm, wir mal ein bisschen ruhiger zum Warmwerden für den Mädchen. Ja! Rechts unten wie ein Reckiger. Sollen wir direkt den nächsten Ball testen? Ja. Und hier müssen wir nur ein bisschen Kurve geben, dann geht der schon richtig ab, Alter. Oh, Alter, der passt gar nicht durch, der passt nicht durch. Als ob! Ja. Oh! Was ein Ding, links, Alter. Links unten war er. Ja, der war krank, Alter. Volle Kanone, einfach mittig drauf. Mal gucken, wie der fliegt, ja? Ja. Bist du ready für diesen Schuss, Mädi? Ich weiß nicht, ob wir ready für das sind. Keine Chance, den zu halten, ey. War Panna oder nicht? Das war ein Panna. Junge, Brutinata einfach den ersten Panna verteilen. Also dafür müsst ihr mal direkt ein Like da lassen. Der ist aber ein bisschen lauter, habe ich im Gefühl. Ne? Der schreit ein bisschen mehr. Was kommt jetzt? Jetzt haben wir den Dreiecksball. Ich weiß nicht, was passiert. Ich hoffe einfach, dass wir Meli nicht verletzen. Ja, komm. Boah, da war er immerhin dran, aber der Brutinator ist halt eine Maschine. Boah, jetzt kommen wir aber hier zum Letzten, Alter, da bin ich gespannt. Wir könnten jetzt direkt wieder 3000 Euro schrotten, das ist dir schon bewusst, ne? Ist egal. Das ist der Wasserball, der ist gut schwer. Ich weiß nicht, was passiert bei der Maschine. Aha. Gehen wir full hoch oder gehen wir... Natürlich, da muss full power jetzt. Was ist das für eine Frage? Boah, ich glaube, das Ding wird einfach explodieren, Alter. Ich gehe schnell einen Schritt da nach hinten, Alter. Sicherheitsabstand, wir wissen nicht, was passiert. Ja? Die Maschine hat's überlebt, aber... Hat der wenigstens ein bisschen wehgetan. Der Löwe aus dem Meer. Krakakus. Der Krakakus ist wieder da. Jetzt Krakakus gegen Maschine. Na, Mensch gegen Maschine. Ja, Mensch gegen Maschine. Ich bin ein Mensch. Wir machen jetzt die No-Bounce-Challenge. Ball muss hinter der Linie ins Tor mit Multibälle und versus Ballmaschine. Das heißt, komplett verrückt, 1 Million Likes oder ich stecke ganz. Ich schieße als Mensch und ihr beide dürft die Ballmaschine bedienen, wie ihr wollt. Und wir müssen jeden Multiball einmal bei den 6 Distanzen benutzen. Und einen normalen Ball. Wir dürfen uns aussuchen. Verstehen wir schon. Hier sind die Bälle. Okay, ja, ich mach Schnick, Schnack, Schnuck gegen Brutinator. Schnick, Schnack, Schnuck. Junge. Ich fange an, um dem Brutinator den Druck zu geben. Der Meli ist kein guter Brutinator-Führer. Der isst immer nur ganz viel Brot. Jungs, ich bin aber runter auf 116. Oh, 116. Also, das ist mein IQ. Er kam von 115. Deswegen machst du Okay, ich fange natürlich an mit dem Wasserball. Einmal Test.
Ja, ist wirklich Wasser drin. Ist Wasser drin. Ist auch schon nicht. Ja, ist nicht leicht, ist nicht leicht. Sag ich ehrlich. Auch nicht für die Maschine, glaube ich. Frage ist, chupp ich den oder fetze ich den? Ich versuche den wirklich reinzufetzen. Für René Adler, bitte lass uns ein Rematch machen. Der nimmt Anlauf von der Mittellinie. Komm, komm. Ja, easy. War aber ein schöner Schuss, Alter. Hast dich selber auch noch fast ins Tor geschossen, ne? Bist du ja fast über die Linie noch. Sogar only net, Alter. Boah, Junge, Meniskusschaden nicht in, Alter. Erster ist da. Wer macht als erstes? Du. Du stehst schon so gut hier da. Ich hab das Ding noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Okay. Guck mal, ob du den Anknopf findest. Wow. Ja. Sollen wir? Ja, ist okay mit den Einstellungen? Ja, wird schon schief gehen. Ich will keine Fahrt. Komm schon. Oh Gott. Ja! Stark. Junge, wenn da einer gestanden hätte. Oh, ja, Junge. Boah, das ist so scary, Alter. Das ist eine Kanone, Junge, mit so einem Rückstoß. Der hatte richtig Rückstoß, ja, ne? Ja, damit haben die doch damals auch zu dieser Piratenzeit geschossen, auf den Schiffen, glaube ich. Die hatten ganz viele Ballmaschinen und dann Kanonenkugel damit da rein. Damit haben die den Krakakus getötet. Ja. Der Plastik ist unberechenbar und ich stehe auch nicht auf Plastik, ich stehe auf natürliche Hupen. Für Sergio Ramos. Sehr längst ist. Ja, easy, sicher. Ganz sicher. Jetzt macht ihr das erstmal mit der Ballmaschine. Welche wollt ihr denn schießen? Ich würde den Curveball, glaube ich, nehmen. Ey, das ist sexuelle Belästigung. Ey, der wollte das so. Wenn jetzt beide das mit links kann, dann soll ich dir das mit einer 3000-Euro-Maschine vielleicht auch hinkriegen. Boah, Junge, das ist so schwer, den hier reinzukriegen. Ja! Was ein Strahl, Junge, Alter. Und wir haben uns so Sorgen gemacht. Von 16 Metern, ich nehme jetzt den. Gut, da haben schon einige Punkte liegen lassen, ne? Also. Ja, gut. Wirklich geflogen, Junge. Digga, Nils Holgersson hat den genommen. Brutinator kann man nicht besiegen. Man kann den Brutinator nicht besiegen. So leicht geschossen. Schön flach über dem Bowl, so wie wir es gelernt haben. Ich würde sogar die Höhe verlassen. Ja, die Höhe war okay. Für den Sieg, für die Ehre und für Jessen. Nein! Ja! What you do? Warum machen die Frauen nicht einfach so? Ich könnte das den ganzen Tag machen. Meli, du hast den nur falsch da reingelegt. Der war sogar richtig eingestellt. Mann! Schrott das Teil, Junge. Das, wie viel hat es gekostet? 3000. Das ist sogar 100 Euro teurer geworden seit dem letzten Mal, dass wir gekauft haben. Das heißt? 3200 Euro. Oh. Die haben einfach teurer gemacht. Die haben safe gesehen, okay, der ist angesagt, der wird gekauft. Machen wir direkt mal teurer. Wir haben unser Video gesehen, Bruder, 500.000 Klicks. Wir sind krass. Drei Bälle haben wir noch. Zwei. Fünf, meine ich. 2-2 schießt, ich schieße jetzt den Dreiecksball. Brutinator, guck dir das gut an. Eben, du hast ein bisschen Scheiße gebaut. Eben dann angeguckt und auch verkackt. Ja, der macht dir mal nach, habe ich ein Gefühl. Ja! Oh, der war sicher. Ja, der war. Jetzt hör dir das nur mal an. Hör dir das erstmal an. So hören sich Gewinner an. Das ist der Siegeswille. Der ist schon am Knurren, Junge. Diesmal stelle ich hier ein, Medi, was du da gemacht hast. Boah, der gibt Gummi. Ich vertraue dir, Bruder. Der gibt richtig Gummi, ich sehe das. Vielleicht ist die Latte auch danach kaputt. Nope. Was macht der Junge, Alter? Leg mal. Nein! Mein Gott. Was ist denn hier los, Alter? Brutinator, du hast mich enttäuscht. Siehst aus wie so ein Gärtner, der hier arbeitet. Ich schieße jetzt mit dem alten Ball. Nee, ich schieße mit dem normalen Ball, wollte ich eigentlich okay sagen. Der sieht gut aus, der sieht gut aus. Nope. Der ist rüber! Ja! Ja, okay. Jetzt sieh zu, wie der Brutinator dich einholt. Schieß aber schon mit Maschine an, oder? Aber der weiß jetzt gar nicht, Bruder. Nein, Medi. Maschine ist kaputt, was ist los mit euch? Sind wir ready? Wir sind ready. Ready? Wir sind alle ready. Ach du Schande. Oh mein Gott! Bye, have a great time! Über den Zaun, Digga, scheiße. Digga, ich dachte, wir schießen zurück in die Vergangenheit. Ey, das gibt eine Backpfeife für dich, Brutinator. Was machst du? Scheiße, Brutinator. Ich habe eine Entführung. Wenn ich jetzt treffe, ich habe gewonnen, ich bin besser als Maschine. Wir haben gesehen, der alte Ball kann sehr weit fliegen. Ich muss jetzt auch nur mit so einem 100 km/h Schuss kommen, dann habe ich den. Halbkreis. Ja, Sieg. Ist schon gut. Wenn du den triffst, hast du gewonnen. Oh, der fliegt schön. Bruh. Schon wieder drüber! Ich so schieß einfach drüber von Halbkreis. Ich bin genauso dumm wie Brutinator. Ich bin so dumm wie eine Maschine, ey. Ich war auch noch nie so nervös, ey. Nicht mal Hauptschulabschluss war ich so nervös. Boah, der ist für den Ausgleich, mein Freund. Oh, komm schon. Brutinator, bitte streng dich diesmal an. Nein! Nein, er hat nichts drin! Oh nein!
Der wäre aber immer noch zu hoch gewesen. Oh no. Was soll ich sagen, ne? Was machen wir überhaupt? Wir machen jetzt Elferschießen. Unseren Multiball. Diesmal haben wir auch den Metallball ganz zum Schluss am Start. Ich tritte an gegen die Maschine. Holzi versus Brotinator. Ich sag mal ehrlich, der Bruder hat einen entscheidenden Vorteil. So, ne? Aber ich schaff das. Für die Menschheit. Wir müssen die Maschine auf jeden Fall unter Druck setzen. Das heißt, der erste ist schon sehr entscheidend. Boah, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, der war da dran. Der reicht links unten, kann keiner halten. Jetzt darf ich endlich auch wieder mit der Maschine schießen. Ich durfte noch gar nicht mit der Maschine schießen. Zeig mal, was du kannst. Lass mal ein Like da, wenn wir uns noch so eine holen sollen. Einfach, einfach so. Der will ja auch noch ein Geschwisterchen haben. Bei 30.000 Likes kaufen wir Schwester für Brotinator und machen Maschine versus Maschine. Jeder kriegt eine Ballmaschine. Boah, Junge, das wäre krank. 30.000 Likes, ich schwöre, wir machen das, Alter. Naja, wenn ich schon mal mit der Maschine schießen darf, dann schieße ich natürlich auf Full Power. Oh mein Gott, Junge, du tötest den, Alter. Du tötest den, Alter. Ich hab doch gesagt, ich geh Full Power. Alter, ich glaube, sein Hand ist abgeflogen, Junge. Wieso hältst du den nicht, Junge? Blöderweise war ich doch dran. Genau, mit dem Finger? Digga. Oh, scheiße, der Finger ist ab. Fingerspitze nach hinten. Oh, der Finger ist ab, ey. Egal, Tor ist Tor. Weiter geht's. Spaß. Ah, chill, 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 chill. Soll ich küssen? Oh, süß. Corona ist da. Welcher Finger? Alle! Ja, alle. Okay. Ja, okay, aber du hast ja 10, jetzt tu mal nicht so, komm. Curveball. 50-50, ich bin ehrlich. Der Arme, er tut mir schon ein bisschen leid, ey. Ja, pass auf, was ich jetzt mache. Boah, ist der sicher! Genauso hätte das Rashford machen müssen. Siehst du, habe ich genau den Rashford gemacht. War gutes das Ding. Will ich von der Maschine sehen. Das will ich auch von der Maschine sehen. Ich glaube, jeder Ball ist hart, wenn er mit 130 km/h kommt. Deswegen machen wir nur 129 km/h, ja, oder? Ein bisschen runterkommen. Oh. Let's go. Der geht sogar zur Seite und macht Platz für den Ball. 2-2. Einen hast du. Aber nicht von mir, sondern von Holzi. Der denkt hier EM-Finale. Ah. Sicher, sicher. Was haben die jetzt vor, Alter? Oh, oh, ich weiß, was du vorhast. Ey, der wird aufflitschen und in Melis Fresse rein, Alter. Stop! Nein! Stark, Meli! Stark, Junge! Der Brotinator hat einfach einen neuen Anstrich gegeben, den Ball. Alter. Guck mal, das ist einfach an den Rädern da. Krank. Oh, Wasserball. An dieser Stelle, wir sind professionelle Stuntmänner. Macht sowas nicht nah. Vor allem, wenn ihr vor 5 Wochen noch einen Bänderriss hattet. Wird schon irgendwie. Ich weiß nicht, ob es sogar schlauer ist, mit links zu schießen. Aber mit links kann ich, glaube ich, mehr Kraft draufhauen. Oh, komm! Nope! Boah, ey, unmöglich, Alter. Aber für die Maschine ist das ein Witz. Das werdet ihr jetzt sehen, Alter. Aber für ein Holzi ist das schon sehr, sehr schwer. Du scherst auf Touren kommen. Ja, ja, ja. Du hast den, Meli. Ah, der Mann. Kommt nicht so schnell. No, look. Ja, den hat er! Den hat er, aber Arme sind, glaube ich, durchgebrochen. Digga! Der hat den weggefäustet. Ich hab den so gefäustet. Aber dafür sind genau die hier da. Plastik. Plastik. Ach du Scheiße. Ich wollte die Maschine richtig so nehmen. Eli war schon andere Richtung, aber ich schieße zu hoch. Mit normalem Ball, ich hätte geschafft. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Jetzt alles mit sich. Meli, den hast du nochmal. Komm, Meli. Ja, Meli. Okay. Meli ist es einfach. Meli ist es einfach. Was machst du eigentlich für ein Quatsch, Alter? Voll komisch. Metallball, den hat Meli noch nie gesehen, glaube ich. Ich bin so ziemlich für jede Delle hier verantwortlich. Ich weiß nicht, ob die Maschine das hinbekommt. Wenn du jetzt triffst, hast du gewonnen. Gib alles. Töte deinen Fuß noch mehr. Die Saison steht ja nur vor der Tür. Ein Holzi kennt kein Spiel. Auch mit Bänder. Ready? Perfekt, dass er nicht mal aufs Tor geht. Aber vielleicht neue Delle. Delle Elle. Training heute Abend, ich bin raus. Die 18. Delle von Holzi. Die hier. Der hat's drauf. Ja. Aber ich habe trotzdem gewonnen, wenn Maschine jetzt nicht Nein. macht. Hey, jetzt beende ich Melis Leben. Meli, den hast ich sag du. Sag dir, geh einfach nicht Den hin. Hast du sogar mit Nase, Bruder. Du gehst in die Geschichte ein. Ich schwöre dir auf alles. Als der verrückteste Torwart. Ich mach Full Power. Ist mir so egal jetzt. Ich will jetzt gewinnen, Alter. Ich sag dir, wo der hinkommt. Mitte, Full Power. Du musst nicht in dem Tor stehen da, Meli, ne? Okay, warte mal, guck mal. Wir testen jetzt mal einmal einen Full Power Schuss. Okay. Wir müssen gucken, wir gucken erstmal, was wie der passiert, fliegt. Digga. Vielleicht explodiert das. Wir können da erstmal keinen Menschen reinstellen. Das ist alles hier professionell. Wow. What? Oh mein Gott, der hat Monsterdelle reingemacht.
Das ist kein Ball mehr. Oh, das ist kaputt. Bruder, an dieser Stelle muss die Challenge beendet werden. Ey, ich dachte, ich mache viele Dellen da rein, aber Maschine hat getötet. 6 Gemüsepackung. Ja gut, Challenge gewonnen, würde ich sagen. Ja, Brutinator hat gewonnen. Willst du jetzt nicht noch mal ins Tor? Auf keinen Fall. Das war's mit dem Video, lass dein Like da. Part 2 kommt mit Schwester von Brutinator. Die schießen dann so gegenseitig gegeneinander. Sistinator. Aber findest du nicht, wir sollten die Challenge jetzt noch mal nackt machen im Dunkeln? Nur wir beide. Warum? Hä?